So, nächstes Fach. Wir arbeiten uns durch die Mittelstufe. Es wird Erdkunde. Schöne Runde Stadt, Land, Fluss oder sowas. Wir haben ein K.O.-Spiel für euch vorbereitet. Ihr tretet gegeneinander an. Wir spielen von innen nach außen und wer falsch antwortet, fliegt raus. Und ihr sagt mir die Hauptstadt zu dem Land, was ich euch nenne. Es ist ein K.O.-Spiel, deswegen alle ins Licht. Ich spiele jetzt einzeln gegeneinander. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt die Prüfung. Valerie, wir beginnen bei dir. Das wird einfach. Ich nenne dir ein Land und du sagst die Hauptstadt. Deutschland. Berlin. Richtig. Hans. Oh, Frankreich. Hauptstadt Paris. Ja. Richtig. Nils, Spanien. Madrid. Richtig. Anna, Türkei. Istanbul. Falsch. Ankara wäre es gewesen. Summer, Russland. Keine Ahnung. Moskau. Kacke. Dr. Renz, Portugal. Lissabon. Korrekt. Leonard, Österreich. Wien. Yes. Lothar, Japan. Tokio. Richtig. Erste Runde und schon die ersten Tribute gezollt. Weiter geht's mit Valerie. Italien. Rom. Rom ist richtig. Hans, Tschechien. Prag. Richtig. Nils, Polen. Warschau. Yes. Dr. Renz, Australien. Melbourne? Ja, man denkt immer Sydney oder Melbourne. Richtig wäre Canberra. Leonard, Vereinigtes Königreich. London. Yes. Lothar, Schweden. Stockholm. Richtig. Valerie, Volksrepublik China. Beijing. Beijing, Peking, kann man beides zählen, richtig. Hans, Finnland. Scheiße ist falsch. Ich hab Blackout, Helsinki. Helsinki ist richtig. Ja, danke schön. Du bleibst drin. Danke schön. Wow. Nils, Griechenland. Voll. Athen. Yes. Lothar, Kuba. Havanna. Yes, wo die Zigarren wohnen. Leonard, Vereinigte Staaten von Amerika. Washington, D.C. Washington, D.C. D.C. steht übrigens für? The Capital. District Columbia. District Columbia, ist natürlich richtig. Nicht The Capital. Hans, Ägypten. Kairo. Kairo ist richtig. Valerie, Luxemburg. Luxemburg. Richtig. Lothar, Brasilien. Brasilia. Korrekt. Wieder so ein Ding wie Australien, ne? Denn man denkt dann an Sao Paulo oder an Rio de Janeiro und es ist dann die dritte Wahl. Nils. Ja, das ist der Vorteil, wenn man mit Fußball ab und zu rumkommt. Und ich habe in allen drei Städten gespielt. Du hast in allen drei Städten gespielt, ja. Du bist rumgekommen. Aber ob Nils auch rumgekommen ist in Norwegen? Nee. Willst du irgendwas sagen? Oslo. Richtig. Wow. Hans, Peru. Lothar schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. Hat er auch gespielt? So, Blackout, ich bin raus. Santo Lima, Domingo. Lima wär's gewesen. Klar. Und jetzt Lothar Matthäus gegen drei Kids. Leonard, Kenia. Weiß ich nicht. Du weißt es nicht. Valerie weiß es. Nairobi ist richtig, aber Leonard, du bist leider raus. Lothar, Bulgarien. Sofia. Hast du trainiert? Kennst du doch, oder? Ja. Hast du Bulgarien trainiert? Ja. Ja. Valerie. Osteuropa kenne ich mich aus. In Osteuropa kennt. Ich glaube, du hast Hauptstädte. Valerie. Ja. Irland. Dublin. Yes. Lothar, weiter geht's. Auf der Europakarte deiner Eroberungen. Lettland. Fick. Tallinn? Ja, es ist blöd, weil es gibt diese drei baltischen und es gibt Lettland, Litauen und Estland. Und tja, Tallinn ist. Von Estland. Valerie? Von Estland. Von Lettland wäre Riga. Ist richtig. Riga ist richtig, damit ist Lothar Matthäus auch raus. Ja.
Und die Kids holt's. Mega gut. Neue Punkte. 6 Punkte gibt's und die wandern aufs Konto der Kids. Und somit gibt's einen Punktestand von 14-7. Valerie, du warst sehr stark in dem Spiel. Ich hätte jetzt noch ganz viele gehabt. Mal gucken. Es geht noch schwerer. Mal gucken, ob du gewappnet bist. Liechtenstein. Vaduz. Saudi-Arabien. Riad. Kroatien. Zagreb. Afghanistan. Kabul. Thailand. Bangkok. Usbekistan. Taschkent. Richtig. Kanada. Ottawa. Jamaika. Kingston. Mikronesien. Palikir. Sri Lanka. Colombo. Oder? Der Parlament ist Sriyayavan Ipuwakote. Ah, Punktestand 14-7 für unsere Kids und das völlig zu Recht. Erdkunde war ein Meisterstück von Valerie.